Klasse 3. 3,20 Meter Spannweite. 4,90 Meter lang mit Spitze 5 Meter. Gewicht 45 Kilo, also ein richtiger Brocken, ein zulassungspflichtiges Modellflugzeug, die Holzbauweise gemacht. Wir haben Besonderheiten Raketenabschuss, Telemetrie, und diese Telemetrie werden wir jetzt gleich während der Vorführung auch übergeben. Direkte Datenübertragung, Funksprachausgabe, Weiche, Infotext und Zulassungspflichtig, hatte ich schon gesagt. Eingebaut sind zwei Tarantubis. Okay, dann engine start. We have a quite large model here. It's a Rafale. Ja, die Geschwindigkeit zeigt noch nicht wirklich an. Und was also ganz toll ist, da habe ich eine Verbrauchsanzeige aufgeführt. Also im Moment haben wir hier stehen. 2 Turbinen, ja. Also erstmal durch das Display hier drauf. Ah ja, wir haben aktuell Drehzahl jetzt 34.500. Das ist sehr hoch. Der Sprit geht langsam zurück von den ursprünglichen 4,5 Liter, sind jetzt nur noch 4,47 drin. Also wir haben eine Verbrauchsanzeige hier auch, das finde ich unheimlich interessant. Nie mehr mit leerem Tank landen. Ja, aber die Luft darf jetzt natürlich auch nicht zu viel sein. Nee, das sollte nicht, das ist der nächste Investor. 90 Stundenkilometer macht die Maschine mit in einer Höhe von 300 Fuß auf den Meeresspiegel, kommt jetzt von rechts nach links. Geschwindigkeit geht zurück auf 79 Stundenkilometer, ist 170 Meter weg von uns. 72 Stundenkilometer, 64, 61. Ich habe schon mal das Büro. Ja, siehst du da. Aber was dazu sagen, das ist einfach ein bisschen die Kinder, das ist einfach voll da, und wir haben 6,4 Volt. Ja, und das sind wieder 125.000 Probleme an der Turbine. Ja, lackiert ist dieses Flugzeug in einem sogenannten Tiger Meat Design. About 230 meters, which looks quite reasonable. The battery voltage is still 6.4 meters, it's still full. The turbine at the moment is doing 125,000 RPM with 670 degrees. But the most important thing from my point of view is we now use more than 1 liter of the cap fuel, and we have about 2.3 liters in the program. So that's quite nice to know your